muss doch noch möglich sein, einen kurzen Artikel über die Herstellung einer Sauce Hollandaise zu schreiben, ohne für 248 Mark Fachliteratur zu bestellen. Aber. Meine liebe Kollegin, Sie wissen, ich dulde kein Aber hier in meiner Redaktion. Wissen Sie, was ich damit mache? Für das Geld kann ich einen französischen Drei-Sterne-Koch aus Hongkong einfliegen lassen, und zwar Business Class. Und kann ihn hier in Hamburg auf dem Jungfernstieg in einem öffentlichen Schaufenster ausstellen, wo er mir im Akkord inklusive aller Film- und Fernsehrechte vor flanierendem Publikum sämtliche Soßen der westlichen und östlichen Hemisphäre einschließlich Sauce Hollandaise schmeckt. Ein Anruf für Sie, dringend. Wer ist dran? Herr Oderfeld von der Revision. Die Revision. Gut, dann müssen wir... Herr Sachverständige! Ja, den auf! Junger Mann, passen Sie doch auf! Sagen Sie, sind Sie neu hier? Ich mache hier nur die Urlaubsvertretung. Ich habe nämlich zurzeit Semesterferien und... Und haben Sie auch einen Namen? Ja. Martin. Holter. Martin Holter. Na gut, Martin. Dann halten Sie in Zukunft die Augen besser auf. Sagen Sie mal, ist sie immer so? Das war noch nett. Normalerweise hätten Sie jetzt was zu hören gekriegt. Oh Gott, ich muss los. Entschuldigung nochmal. Ach, sagen Sie, bin ich nicht heute Abend um 19 Uhr bei Herrn Kirchstein zum Abendessen wegen seiner neuen Soufflé-Kreation für unsere nächste Ausgabe eingeladen? Ja, daran wollte ich Sie gerade erinnern. Ein bisschen spät, meine Liebe. Sie müssten doch mittlerweile wissen, dass ich bei unserem Meisterkoch immer in großer Abendgarderobe aufmarschieren muss. Und jetzt habe ich nichts zum Anziehen und keine Zeit, noch mal nach Hause zu fahren. Na, fabelhaft! Wie viel Uhr haben wir jetzt genau? Gleich 18.16 Uhr. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, mit Abendkleid und so. Bei einem Drei-Sterne-Koch ist nichts übertrieben, Kindchen. Besonders nicht, wenn man etwas von ihm will. Also, rufen Sie bitte Herrn Kirchstein an und sagen Sie ihm, dass es maximal eine halbe Stunde später wird. Maximal! Schönen Abend. Hunger ist der beste Koch. Hunger ist der beste Koch. Kirchstein, ja. Was? Eine halbe Stunde später? Ja, dann... Ja, gut, dann in einer halben Stunde. Gut, danke. Eine Stunde später. Gibt's das eben nicht. Steht. Entschuldigung, die Abendklage. Im dritten Stock. Danke. Aber wir schließen gleich. Diese Monitore zeigen Ihnen jeden Winkel des Kaufhauses. Schauen Sie hier, unteres Stockwerk, Notausgang, Kurzwaren, Bettwäsche, Schuhe und so weiter und so weiter. Die Lebensmittelabteilung ist geschlossen, die wird zurzeit renoviert. Falls Sie tatsächlich irgendetwas Auffälliges bemerken sollten, können Sie hiermit Kameras auf das Objekt ausrichten. Sollten Sie Fragen haben oder irgendetwas nicht in Ordnung sein, hier eine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern. Polizei, Feuerwehr, Hausmeister und hier unten meine private Handynummer. Danke. Rundgang, wie schon gesagt, alle zwei Stunden. Morgen früh um 5 löst sie dann die Frühschicht ab. Das ist dann eine Klotze. Noch irgendwelche Fragen? Nee, ich denke, ich habe alles verstanden. Wunderbar. Naja, wird schon nichts passieren. Danke jedenfalls, dass Sie für den erkrankten Mitarbeiter so schnell eingesprungen sind. Na, kein Problem. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Entschuldigung. Wir schließen gleich. Wo kann ich die anprobieren? Wir haben Feierabend. Na, fabelhaft. Das nenne ich Dienst am Kunden. Bettina, machst du schon mal bitte Kassenbericht? Mach ich. Dann ebenso. Unerhört. Ach, Mist. Tür zu! Guten Abend.
Abend. Sind Sie neu hier? Nur heute Abend. Entschuldigung. Frohes Schaffen noch. Ja, gleichfalls. Frau Polzer. Danke, tschüss. Tschüss, schönen Abend, tschüss. Tschüss, guten Morgen. Das muss doch hier irgendwie klappen. Schönen Feierabend. Typisch. Immer wenn man es eilig hat. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ist da noch jemand? Fräulein! Halbe Stunde. Hallo. Abgestellt, natürlich. Oh. Ein Hoch auf die Segnung der modernen Unterhaltungsindustrie. Na, fabelhaft, das nützt mir jetzt wenig. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen! Hallo? Oh nein, was ist das denn? Das ist dieser Zettel, verdammt nochmal. Ja, ja, klar, es wird schon nichts passieren. Ich will wenigstens aus dem Kleid! Thank you.
Ich werde wahnsinnig! Was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie sind Student und arbeiten bei uns zur Aushilfe. Ich bin hier zum Aufpassen. Gut. Können Sie mich dann bitte rauslassen? Ich hab's furchtbar eilig. Rauslassen? Ja, Sie wissen doch. Tür aufschließen, aufmachen und so weiter. Tja, ich hab gar keinen Schlüssel. Morgen früh. Was heißt das? Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Ist Borstenvieh und Schweinespeck. Tot. Kein Freizeichen, keine Verbindung, nichts. Na, das ist ja fabelhaft! Hatten wir vor 2 Wochen auch im Verlag. Da war das gesamte Telefonnetz zusammengebrochen. Ja, und wie lange hat das gedauert? Fast einen ganzen Tag. Ach. Da sitze ich nun in meinem Abendkleid, wie bestellt und nicht abgeholt. Steht Ihnen übrigens hervorragend. Danke. Es fehlen allerdings noch die passenden Schuhe. Warum suchen Sie sich eigentlich nicht in aller Ruhe welche aus? Sie meinen jetzt? Hier im Kaufhaus? Ja. Ich mache Ihnen sogar Licht. Warum eigentlich nicht? Hier komme ich ja jetzt sowieso nicht mehr raus. Aber dann müssen Sie mitkommen. Und dann suchen wir auch was Elegantes für Sie aus. Sie müssen ja schließlich zu mir passen, wenn Sie mich begleiten. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Kommen Sie, jetzt suchen wir erstmal was Hübsches für Sie aus. Alles Weitere wird sich finden. So, das ist doch gleich was ganz anderes. Gut sehen Sie aus. Wie ein junger Gentleman. Finden Sie? Naja, ein bisschen ungewohnt. Das kann ich mir eh nicht leisten. Machen Sie sich darüber mal keinen Kopf zerbrechen. Ja, aber... Bei mir gibt's kein Aber. Und Sie wollen doch sicher keinen Ärger mit Ihrer Chefin, oder? Das natürlich nicht. Sehen Sie. Und jetzt habe ich Hunger. Wo geht's zur Feinkostabteilung? Die wird zurzeit renoviert. Das ist ja fabelhaft. Ne, ich hätte bei mir in der Wachstube noch ein paar belegte Brote. Aber das ist ja bestimmt nichts für Sie. Belegte Brote? Ja. Ich denke, bei Ihnen muss ja sicher immer alles vom Feinsten sein. Hummer, Kaviar, Champagner. Naja, eben Haute Cuisine-mäßig wie in Ihrer Zeitung. Zeitschrift. Meine ich ja. Ich habe aber Hunger. Na, dann kommen Sie. Ich lade Sie ein. Danke. Sind da alle Abteilungen zu sehen? Unteres Stockwerk, Eingang, Kurzwaren, Bettwäsche, Sonderangebote, Damenbekleidung, Schuhe, Spielwaren und so weiter und so weiter. Spielwaren. Danke. Prost. Prost. Kann ich noch so ein Schwarzbrot haben? Hm. Bitte, bitte, Sie sind mein Gast. Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten. Schmalzbrote mag ich 10-mal lieber als die gesamte Haute Cuisine der westlichen und östlichen Hemisphäre. Mehr als Gänseleber, Trüffelpastete, überbackene Austern? Ich hasse Austern. Ich studiere übrigens Ozeanologie.
Ozeanologie. Ist ja allerhand. Es ist aufgebaut. Ich liebe Steiftiere. Als Kind habe ich mir immer einen Löwen gewünscht. Aber nie gekriegt. Mhm. Das stimmt, da brennt wirklich Licht. Mist, verdammt, das bekommen Sie zurück. Tja, man muss eben auch verlieren können. Nein, muss man überhaupt nicht. Oh. Sie regen sich ja richtig auf. Tu ich nicht. Na, vielleicht ein bisschen. Außerdem heißt es ja nicht umsonst, Mensch, ärgere dich nicht. Genau, Mensch, ärgere dich nicht. Sex. Moment. Ja, das war Sex. Hallo. Gut, dass Sie schon da sind. Ihre Zentrale hat mich angerufen. Ich bin der Geschäftsführer. Haben Sie keinen Sicherheitsdienst? Ja, doch selbstverständlich. Der Nachtwächter ist nur zur Aushilfe da. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Wir spielen sie aber ziemlich gut. Ich hatte eben zwei Brüder. Da muss man sich durchsetzen. Und 9-4. Na? Revanche? Das wollte ich eigentlich Sie gerade fragen. Ich bin der Geschäftsführer dieses Hauses. Das trifft sich gut. Hoffentlich haben wenigstens Sie einen Schlüssel. Ja, natürlich. Und Sie? Wie sehen Sie überhaupt aus? Ich, also als, Sie kennen den Mann? Ja, natürlich. Das ist der Nachtwächter. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin eine Kundin, die man vergessen hat rauszulassen. Ich glaube, wir werden dann hier wohl nicht mehr benötigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, aber wieso haben Sie mich denn nicht angerufen? Ich hatte Ihnen doch eine Liste mit sämtlichen Telefonnummern. Dieser Herr hat mich gerettet und mir außerdem einen zauberhaften Abend beschert. Ehrlich? Wie schon lange nicht mehr. Und was ist das für ein Anzug? Habe ich dem Herrn geschenkt. Geschenkt? Nein, also wirklich, das kann ich nicht annehmen. Doch, das können Sie. Das ist mein Dankeschön
an Sie. Also, setzen Sie bitte das Abendkleid, den Anzug, die Pumps und die gesamten Löwen auf meine Rechnung. Ich nehme an, die Kassen sind zurzeit nicht betriebsbereit. Nein, natürlich nicht, es sei denn, ich rufe eine unserer Verkäuferinnen an, aber das ist... Anrufen? Oh mein Gott, meine Verabredung. Kirchstein? Ach, Herr Kirchstein, es tut mir schrecklich leid wegen Ihres Soufflés, aber ich bin aufgehalten worden. Das macht doch nichts, gnädige Frau. Aber das muss ich Ihnen sagen, da haben Sie was verpasst. Natürlich werden wir es unbesehen veröffentlichen. Nein, nein, das geht nicht. Also das müssen Sie schon probieren. Darauf muss ich schon bestehen. Gut, ich rufe Sie dann morgen an wegen eines neuen Termins. Ach, übrigens, was halten Sie von Schmalzbroten als Appetizer? Schmalzbrote? Wäre doch mal was anderes. Also, auf Wiedersehen. Bis morgen. Schmalzbrote. Na ja. Tralala, tralala. Hunger ist der beste Koch. Auf Wiedersehen. Und nochmals vielen Dank für den Anzug. Und Ihnen nochmals Dank für diesen zauberhaften Abend. Außerdem muss ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich mich wahrscheinlich die ganze Nacht vor Angst in der Umkleidekabine verkrochen. Also heute Morgen, da dachte ich noch, aber Sie sind wirklich richtig nett. Aber das dürfen Sie auch niemandem verraten. Junger Mann, passen Sie doch auf! Verzeihung. Ich wollte sagen, entschuldigen Sie bitte. Mein Versehen. Hasi, wo bleibst du denn? Ich komm ja schon. Was denn, den Hut? Der ist für das andere Kleid. Ich wollte ihn nur nicht in den Koffer tun. Was schleppst denn du um Gottes Willen da alles wieder mit? Nur das Nötigste. Dein Smoking, mein Abendkleid, das Nachmittagskleid passend zum Hut und was Normales zum Anziehen. Dies und das eben. Wovon wir wieder höchstens 60% brauchen. Das weiß man vorher eben nicht genau. Oder willst du die ganze Zeit im Cut rumlaufen? Na schön, können wir jetzt endlich. Ja doch. Wir sind 37 Minuten hinter der Planung. Ja, natürlich. Weil ich wieder alles alleine machen durfte. Schau mal, Dietmar. Sind die nicht wunderschön? 0,4 Karat, Top Wesselton mit Gravur Elmar Gavi. Ja, ja, wunderschön. Nur wir haben jetzt noch mehr Verspätung. Haselein, hättest du die Ringe nicht schon gestern abholen können? Gestern war ich bei der Schneiderin. Und beim Friseur. Ich will mich schließlich nicht blamieren, wenn wir Gavis Eltern kennenlernen. Bitte bedient euch. Walter? Ja? Hast du noch mal mit dem Pastor gesprochen? War gerade bei ihm in der Kirche. Alles klar. Was so ein bisschen Farbe schon ausmacht. Blödmann. Hast du meine Mutter gesehen? Die rennt unten rum und macht alle nervös. Das ist wieder typisch. Ach, lass sie doch. Mütter sind halt so. Am liebsten würde ich abhauen. Untersteh dich. Tue ich auch nicht. Wie weit bist du, mein Kind? Elmar, was machst du denn hier? Wieso, darf ich nicht? Nein, los, raus mit dir. Es bringt Unglück, die Braut vor der Hochzeit im Brautkleid zu sehen. Warum eigentlich die Hochzeit in so einem Kaff? In Hamburg gibt es da auch sehr schöne Kirchen. Ja,
Ja, mein Schatz, das ist nun mal Tradition. Ihre Eltern haben auch dort geheiratet und Gabis Mutter legt eben Wert auf Tradition. Und überhaupt, die schreibt in der Einladung, Biesdorf, geborene von Brelo. Wenn ich sowas schon höre, von Brelo, sowas schreibt man doch da nicht rein. Nun lass doch, ist doch egal. Und er, Generalrepräsentant. Auf deiner Visitenkarte steht auch Diplom-Ingenieur. Ja, Generalrepräsentant. Was ist denn das überhaupt? Wahrscheinlich ein besserer Vertreter. Da wär's zur Autobahn gegangen. Ja, wir fahren Landstraße, staufrei. Diese Uhrzeit ist die Stauwahrscheinlichkeit auf der Autobahn statistisch etwa 63%. Viel zu riskant. Da verfährst du dich doch wieder. Rita, bitte. Dann gib mir die Karte. Die Hochzeit unseres Sohnes möchte ich nämlich nicht verpassen. Na, Elmar, mein Junge. Ganz schöner Auftritt, was? Das kann man wohl sagen, Sie sind Staatsempfang hier. Ja, lass dich nicht verrückt machen, du wirst es schon schaffen. Salut. Prost. Das Einzige, was mich ein bisschen unruhig macht, ist, meine Eltern sind noch nicht da. Die werden schon noch kommen, mein Junge. Du, das Problem ist, die haben unsere Ringe. Na, das ist ja ein Ding. Was das? Nein. Hier ist der Verkehrsfunk von Radio Holstein. Die Polizei meldet einen rasch wachsenden Stau auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Ahrensburg und Bargteheide nach einem schweren Verkehrsunfall. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Reichweiträumen zu fahren. Da stünden wir jetzt mittendrin. Gut, dass wir die Landstraße genommen haben. Von der Autobahn käme man da nämlich nirgends runter. Ist was? Ach, nichts. Heulst du etwa, oder was? Ach du lieber Gott. Ja, das verstehst du eben nicht. Da zieht man so einen Jungen groß, klebt ihm Pflaster, wenn er mal hingefallen war, macht Schularbeit mit ihm, pflegt ihn, wenn er die Masern hat. Und dann kommt eines Tages irgend so eine junge Frau und dann ist man ihm plötzlich los. So ist nun mal der Lauf der Welt. Mach doch mal die blöde Musik aus. Ich weiß noch genau, wie er zur Welt gekommen ist. Wie er laufen gelernt hat. Sein erstes Mama. Ach, und sein erstes Zeugnis. Und jetzt steht er kurz vorm zweiten Staatsexamen. Einer Mutter tut es eben weh, wenn sie ihr Kind verliert. Verliert, Rita, ich bitte dich. Im Krieg verlieren Mütter ihre Kinder. Unser Sohn heiratet. Und aus der Welt ist er auch nicht. Also bitte. Das verstehen Männer eben nicht. Natürlich nicht. Schau mal lieber in die Karte. Hier muss irgendwo in die Straße nach Rosenstein abgehen. Da ist es kürzer. Sag mal, weißt du überhaupt, wo wir sind? Na ja, hier irgendwo. Ach, blöd. Das ist genau mal wieder auf dem Knick. Warte mal. Rita, bitte setz die Brille auf. Ja. Halt! Da hinten, hier rechts gewusst. Warum sagst du das denn nicht gleich? Wenn du so schnell fährst, wie soll ich denn so schnell gucken? Oh. Dietmar, muss das sein? Die teuren Ringe. Rita, bitte, wir haben eine Verabredung und außerdem Verspätung. Ja. Wird heute ein harter Arbeitstag, Josef. Ja, Herr Pastor, erst eine Hochzeit und anschließend gleich eine Trauerfeier. Wäre zeitlich ein bisschen eng. Rita, bitte, wo sind wir jetzt genau? Na, hier. Ach, nie im Leben. Mein Gott, wir haben uns einfach verfranst. Wo sind wir denn dann? Ja, wo sind wir denn dann? Wo sind wir denn dann? Wahrscheinlich hier. Auf der Straße kommt doch ewig nichts. Wir sind eine zu spät abgebogen. Ich denke, du kannst Karten lesen. Kann ich auch. Die muss ich übersehen haben. Weil du dich nur deinen Muttergefühlen hingibst, anstatt als Beifahrerin aufzupassen. Ich mir so aufgemotzt vor. Das ist dein Ehrentag und du sollst toll aussehen. Schließlich sind ein paar sehr wichtige Leute da. Ja. Dr. Schröder, die Hoffmanns, lauter Leute, die ich kaum kenne. Aber das sind Leute, die dich von klein auf kennen und sind Freunde der Familie. Die dürfen wir nicht enttäuschen.
Du siehst übrigens entzückend aus. Danke, Mama. Also ich muss wieder runter. Sag mal, wie findest du das? Elmas Eltern sind immer noch nicht da. Nein? Nein. Seltsam. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in so eine Schafherde zu geraten? Ja, wenn man mal annimmt, dass es hier so 3.000 bis 4.000 Schafe gibt, würde ich sagen, prozentual gesehen... Oh Gott, hör auf! Ja, willst du es nur wissen oder nicht? Nein, ich will zu der Hochzeit meines Sohnes. Unseres. Und wenn ich nachher bei Tisch nur einmal das Wort Prozente höre, dann schrei ich... Statistische Erhebungen werden nun einmal in Prozenten ausgedrückt. Dietmar, ich bitte dich! Schäfer! Tarauch! Ja, Tarauch. Können Sie nicht dafür sorgen, dass die Schafe von der Fahrbahn kommen? Nee, das geht nun nicht. Die gehen den Weg, den sie kennen. Wenn ich da was ändere, dann kann ich die hinterher alle wieder zusammensammeln. Prima. Ach du meine Güte, wir haben es so eilig. Wohin haben Sie es denn so eilig? Nach Rosenstein. Unser Sohn heiratet da. Ja, schön da. Das machen viele. Ja, wenn man mal hinkommt. Ach, das ist nicht mehr weit. Eine gute Stunde, anderthalb. Was? Anderthalb Stunden? Zu Fuß. Ich mach das doch immer zu Fuß. Mit dem Auto sind das ungefähr 10 Minuten. Was denn? Immer noch nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich muss schon sagen, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Ich weiß. Wir müssen pünktlich anfangen. Ich weiß. Elmar macht sich bestimmt schon Sorgen. Ein paar Minuten noch, dann geht's weiter. Mäh, mäh, mäh. Wenn man hier wenigstens irgendwo telefonieren könnte. Ja, und du hast dein Handy natürlich wieder nicht mit. Ein Handy? Bitte. Oh, wunderbar. Schön, dass Sie gekommen sind. Viel Glück. War das auch schön. Ja? Mama, wo bleibt ihr denn? Was? In der Schafsherde? Ja, aber wir kommen hier jetzt gleich weiter. In gut 10 Minuten sind wir da. Ja, wir haben uns auch noch verfahren. Erzähl ich dir nachher. Ja, nur, dass ihr euch keine Sorgen macht, okay? Bis gleich. Herzlichen Dank. Da nicht für. Wie gesagt, geradeaus. Und dort hinter dem Wäldchen, da können Sie denn ganz hinten schon die Kirche sehen. Die Spitze zumindest. Danke sehr. Ja. Vielen Dank. Danke. So. Ich renne und mache und tu und du hockst an der Wacht. Und Elmas Eltern sind immer noch nicht da. Ich hätte sie vorher ganz gerne kennengelernt oder zumindest mal gesehen. Gerda, du kennst sie doch von Fotos. Fotos? Es widerstrebt mir einfach, meine Tochter mit einem Mann zu verheiraten, dessen Eltern ich nicht persönlich kenne. Mein Gott, wir müssen in die Kirche. Ich hol Gabi. Jetzt wird's eng, mein Junge. Wir schaffen es ja gerade noch, Dietmar. Ach, jetzt freue ich mich. Vorsicht! Oh! Oh nein. Das musste ja so kommen. Ja, ja, ja. Ach, du liebe Zeit. Hier ist doch hoffentlich nichts passiert. Nein! Hilf mir lieber hier raus! Ja. Dietmar! Der Auspuff ist abgerissen. Ohne fremde Hilfe kriege ich den Wagen niemals flott. Na nun komm doch. Ja doch. Oh Gott, es geht doch nicht so schnell. Oh, was ist das denn? Das Bein jetzt? Raus. Oh. Oh. Na prima. Was soll denn jetzt nur werden?
Herr Biesdorf, gnädige Frau, also wir müssen wirklich pünktlich anfangen. Bis alle in der Kirche sind, das dauert auch noch seine Zeit. Und im Anschluss haben wir eine Trauerfeier, die ich nicht verschiebe. Ja, klar. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Tut mir leid, mein Junge. Deine Eltern machen uns wirklich Spaß, ich muss schon sagen. Sie sind auf dem Weg. Ja, also wir müssen jetzt rüber in die Kirche. Und die werden deine Eltern doch wohl hoffentlich finden. Hm? Also Herrschaften, wir müssen in die Kirche. Tja, Junge, nutzt alles nichts. Wir müssen jetzt auch rüber. Was ist mit den Ringen? Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Was meinst du? Asi! Ja? Was ist? Was machst du da? Hast du noch ein paar Strumpfhosen bei? Strumpfhosen? Ja. Hier. Ja, bring mal her, schnell! Ja, das müsste eigentlich gehen. Was willst du denn damit? Na komm, gib her. Du wirst schon sehen. Ja, wart's nur ab. So, ja. Ah, grüß Gott. Grüß Gott. Und das soll gehen? Müsste eigentlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, entschuldige. Lass mich mal bitte. Gehst du bitte mal beiseite? Ja. Hasi? Ja? Gehst du bitte mal beiseite? Ja, ja. Ist nicht zu schwer. Weiter geht's! Mein Hut! Meine Tasche! Beeil dich! Ah, ja. Hallo. Hi. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Danke schön. Handschuhfach, wir müssen zurück! Dazu ist es jetzt zu spät! Doch! Was willst du jetzt machen? Ich lauf schnell zurück! Hasi, dann fangen die doch ohne uns an! Ja, dann fahr, dass wenigstens einer von uns da ist! Und fahr schon! Ja! Astrein versenkt, ist Teil der Brossentrecker. Cool. Guck mal hier. Koffer. Geiles Teil. Ja. Finde, ihr sollt nochmal nachschauen. Kriegst du die Klappe auf hier? Klaro. Los, Mann. Hallo! Scheiße. Was machen Sie hier? Hier, nix. Sag du, Jörn. Ist das Ihr Wagen? Ja. Also, da war nicht abgeschlossen. Genau. Nicht abgeschlossen? Na ja, umso besser. Und da haben wir gedacht, besser, wir passen auf. Herzlichen Dank. Man weiß ja nie, wer hier so vorbeikommt. Das war sehr umsichtig von Ihnen. Oh.
Wissen Sie, mein Sohn heiratet nämlich gerade. Die Trauringe. Ach, Gott sei Dank, dass Sie da waren. Oh, darf ich Sie noch um einen Gefallen bitten? Ja? Gott, was ist denn nur? Warum geht der Junge nicht rein? Wir haben ein klitzekleines Problem, Gerda. Nein. Elmas Eltern haben leider die Ringe. Nein, nein, bitte nicht. Entschuldige, Schatz. Was machst du da? Moment. Das ist die einzige Lösung. Ich glaub's nicht. Oh nein! Hallo, mein Junge! Mama, du kommst. Moment! Wo ist Mama? Moment, Moment! Geht's dir gut? Mir geht's gut. Hallo, mein Junge. Frag nicht, sag nichts, ich erkläre dir alles später. Mama kommt gleich mit den Ringen. Ja, ja, Papa, Moment. Walter Gerda und Walter Biesdorf, Gabis Eltern und mein Vater. Sehr angenehm. Oh, Entschuldigung. Sehr erfreut. Und wo ist Ihre Gattin? Wird jede Minute hier eintreffen. Ja, wer es glaubt, aber darauf können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Komm, bitte, komm, 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 komm. Die Ringe, die Ringe. Papa, gelöst. Gelöst, gelöst, gelöst. Nochmal, dass ihr mir geholfen habt und das Gepäck einfach im Hotel abgeben. Alles klar. Hier, 50 Mark für eure Hilfsbereitschaft. Das wäre doch nötig gewesen. Du, Gabriel, und du, Elmer, seid heute hier erschienen, um vor Gott und den hier Anwesenden den heiligen... Kleine Moment noch! Was gibt's, meine Tochter? Mama! Wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Das ist egal. Hauptsache, ich bin da. Jetzt wird erst mal geheiratet. Die Ringe. Ringe? Hier bitte, Herr Pastor. Entschuldigen Sie bitte. Es kann weitergehen. Also ja, also nochmal. Sofort nach der Kirche ziehe ich mich um. Du, Gabriele, und du, Elmer, seid heute hier erschienen, um vor Gott und den hier Anwesenden den heiligen Bund der Ehe zu schließen. Was siehst du, Dietmar? Ist ja nochmal alles gut gegangen? Naja. Fast. Fast jedenfalls. Sagen wir mal 99%.